Sind wir jetzt ohnmächtig geworden? Scheint so, ne? Der Captain enthält uns etwas vor. Akeran würde uns niemals hintergehen, Gadriel. Und wo hat Demetrian Titus dann vorher gedient? Und warum steht er so kurz nach einer Operation schon wieder auf dem Schlachtfeld? Sergeant Ventia hat erwähnt ein Deathwatch-Team, das die Virusbombe auf Kadaku gezündet hat. Vielleicht war unser Leutnant bei ihm. Was wir gerade an dieser Absturzstelle gesehen haben, macht mir weitaus größere Sorgen. Ja, was war das für ein Ding? Leutnant? Bruder, habt ihr euch erholt? Hab ich. Die Apothekari sollten sie untersuchen. Das ist weder nötig, noch zeitlich machbar. Selbst Margos Galio macht sich Sorgen. Hört wenigstens auf ihn, wenn unsere Meinung schon egal ist. Wenn so etwas noch einmal passieren sollte, könnte das den gesamten Trupp in Gefahr bringen. Das kann warten. Ich muss Captain Akeran sprechen. Zu Befehl. Okay. Kurz gucken, was hier so abgeht. Oh, cooler Roboter. Mein Lord, die letzte Inspektion eurer Rüstung ist jetzt schon 2 Tage her. Die Tyranniden auf Kadaku haben uns keine Ruhepause gegönnt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Avalanche. Lassen Sie mich Reinigungsrituale durchführen, um den Maschinengeist Ihrer Rüstung zu beschwichtigen. Sehr gern. Vielen Dank. Reinigungsrituale. Okay. Mit dem Kercher, mit dem Hochdruckreiniger da einmal durchpusten. Wenn das ein Ritual für euch ist, dann ist es halt ein Ritual für euch. Okay. Mit unserem Leib, unserem Blut und unserem brennenden Zorn. Er hat uns unsere Lebenskraft geschenkt. Und wir dürfen sie einzig dazu einsetzen, um ihm zu dienen. Denn er ist das Licht der Menschheit. In einer Galaxie voll Falschheit und Schrecken ist er die Wahrheit. Wer sich seinem Willen widersetzt, muss teuer dafür zahlen. Seine Armeen werden vernichtet, seine verdorbenen Länder in Schutt und Asche gelegt. Und seine abartige Sippe ausgerottet. Im Namen des Imperators, jetzt geht und setzt der Xenos-Plage ein Ende. Mach mal. Gehen wir schon hin, irgendwie. Der Maschinenkult wird über den Tod eines Erzmagos bestimmt nicht erfreut sein. Sie sind doch selbst daran schuld. Schließlich stand in Ihrem Bericht was von einem Antriebsschaden. Und wen interessiert schon dieser Erzmagos? Lirio und Altareus sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Unserem Waffenmeister wäre nie ein solcher Fehler unterlaufen. Aber irgendwer muss dafür verantwortlich sein. Bruder, schön, Sie wohlauf zu sehen. Ihr Zustand soll sich verschlechtert haben. Da hat jemand übertrieben. Freut mich, das zu hören. Eure Bemühungen mit dem Schwarm waren bemerkenswert. Das war ein herrlicher Anblick, Bruder. Ich muss Akeran Bericht erstatten. Entschuldigt mich. Imperator, schütze uns. Das müssen wir unbedingt spielen, dieses... das Zeug da... ausgießen und verbrennen. War das wirklich das Werk des Erzfeindes? Gibt es daran Zweifel? Vielleicht steckt nur eine Handvoll Fanatiker dahinter. Ein paar Kultisten können keinen Thunderhawk zum Absturz bringen. Er hat recht. Der Erzfeind ist hier. Er hat sich zu erkennen gegeben. Es muss einen Grund geben, warum er Nosik tot sehen wollte. Ist das also wirklich ein Verräter, ja, ein Ketzer? Wie mit dem mal. Was zur Hölle ist da unten passiert? Nosik wurde umgebracht. Im Adeptus Mechanicus Bericht stand Antriebsschaden. Ich habe was anderes gesehen. Sergeant,
Verräter. Chaos. Sind Sie sicher? Ohne jeden Zweifel, Sir. Räumt die Brücke! Nozick war Leiter eines streng geheimen Forschungsprojekts. Aurora. Was ist es? Eine Waffe. Und die Diener des Chaos wissen jetzt davon. Jetzt, wo Nozick tot ist, gibt es nur einen, der die Arbeit fortsetzen kann. Morias Luz, Nozicks Lehrling. Er wird zurzeit vermisst. Zuletzt hielt er sich in einer Mechanikusanlage auf Avarax auf, in der es von Tyranniden jetzt nur so wimmelt. Damit kommen sie in den Koji-Täter in der Anlage. Von dort können sie auf Luz Tracker zugreifen. Wir nehmen umgehend Kurs auf Avarax. Seien Sie bereit, sobald wir den Orbit erreichen. Natürlich müssen wir dem auch helfen. Sir. Was war auf dem Schiff mit Nozick? Wieso wollen Sie das wissen? Der Mechanikus wollte es unbedingt haben. Doch der Feind hat es nicht angerührt. Was es auch ist, ohne Luz ist es nutzlos für uns. Leutnant, es wird dauern, bis wir Avarax erreicht haben. Genug Zeit für eine Untersuchung. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Magos Galio ist in der Rüstkammer. Okay, dann gucken wir mal in der Rüstkammer. Was wir so für Upgrades haben können. Oder für... Nee. Was wir für diese Mission bekommen. So, ne? Das sind ja keine Upgrades. Woher wusstet ihr von Aurora? Ich habe den Namen in einem Bericht gesehen, der größtenteils zensiert war. Ich wäre lieber auf Kadako geblieben, um die Heretiker zu jagen, die unsere Brüder entehrt haben. Wir werden sie auf Avarax aufspüren. Falls Luz überhaupt noch lebt. Woran auch immer die Tech-Priester arbeiten, ist es noch hier in diesem System. Die schlimmste Schlacht steht uns vermutlich noch bevor. Titus, ich hörte, sie sind zusammengebrochen, als sie auf die verdorbenen Schiffstrümmer trafen. Das bereitet mir Sorgen. Nur eine Nachwirkung der Operation. Ich bin vollständig genesen. Sergeant Gabriel, ich verlasse mich darauf, dass Sie da sein werden, sollte Ihr Bruder einen weiteren Anfall erleiden. Ja, Bruder Chaplin. Wenn wir es tatsächlich mit dem Erzfeind zu tun haben, könnten sich jegliche Schwächen bis in die Seele ausbreiten. Wenn sie sich an die Lehren des Kodex halten, wird er sie vor der Blendung der Häresie bewahren. Mein Glaube ist unerschütterlich. Ich werde nicht zögern. Wir werden doch kein Heretik. Du wirkst müde, Merrick. Ich habe seit zwei Schichten werden schon bei Inners auf 22 Stunden verlängert. Zusätzliche Kraftration verteilt. Das war nichts. Vermutlich von der Operation. Die Apothekari müssen sich um Wichtigeres kümmern. Beim Kampf gegen diesen Carnifex wurden mehrere ihrer Hauptorgane schwerst beschädigt. Und in diesem Zustand haben sie sich einer Radikaloperation unterzogen. Ihr Körper wurde von Kopf bis Fuß aufgerissen. Wenn dabei ein Fehler aufgetreten ist und dieser unentdeckt bleibt, könnte sie das ihr Leben kosten. Bruder, so etwas darf nicht nochmal geschehen. Die Apothekari haben zwar nicht genug Zeit für eine gründliche Diagnose, aber ich schon. Also setzen Sie sich. Das wird eine Weile dauern. Setzen? Auf den Boden? Oder wohin? Was ist denn da unten? Ist das eine Stadt? Ist das eine Stadt gewesen oder irgendwas? Titus, Ihre Biometrik ist zwar suboptimal, aber für den Kampf ausreichend. Ich finde keine Erklärung für die Symptome, die bei Ihnen aufgetreten sind. Dann werde ich wieder meinen Pflichten nachgehen. Der Segen des Omnisire sei mit Ihnen. Eine Frage.
Was wissen Sie über Erzmagos Nosix Forschungen? Solches Wissen findet man nur auf den Gipfeln von Olympus Mons. Ich bin ganz sicher nicht mit dem Thema seiner Arbeiten vertraut. Ich kann nur beten, dass es Aufzeichnungen über seine Forschung gibt. Okay. Wir gucken trotzdem mal. Schicker Helm. Könnten wir eigentlich mal anziehen oder zumindest mal anzeigen lassen. Primärwaffe. Oculus. Bolt Karabiner. Stalker haben wir ja das gefunden, ne? Sturmbolter, Boltgewehr. Das nehmen wir mit. Das ist schön golden. Ich kann bei Plasma bleiben, der war ganz gut. Die Frage auf das Schwert. Energieschwert. Ja, bitte. In den Krieg. Diese Waffe ist quasi eins mit mir. Also gut. Beauftragen Sie Techpriester Osmos damit, diese neue Waffe nach Ihren Wünschen zu kalibrieren. Deine Effizienz ist suboptimal. Erkläre dich. Definiere den Schaden. Hast du keine Schmerzmittel bekommen? Schmerzmittel wurden verabreicht. Schaden ist schwer. Geh zur Operationsstation. Wenn sich die Scheiben nicht ersetzen lassen, finden wir eine neue Aufgabe für dich. Was für einer zum Beispiel? Auszubildende von dem Erzmagier. Der ist anscheinend verschwunden. Und dann müssen wir jetzt seinen GPS-Tracker müssen wir jetzt hacken. Nee, ernsthaft, nicht hacken. Ist ja einer von uns. Vielleicht ist aber auch einer von den Ketzern. Könnte auch sein. Noch näher komme ich nicht heran. Ab hier müssen Sie mit dem Lastenaufzug weiter. Melden Sie sich, wenn Sie los wollen. Verstanden. Danke, Bruder. Ein fetter Lastenaufzug. Das Labor ist in dem Turm. Da ist der Lastenaufzug. Seht euch diese Spuren an. Was für ein heftiger Kampf. Und wir verpassen ihn. Wir sollten unten beim Rest der Kompanie sein. Das werden wir. Bald. Die Waffe sieht gut aus. Schwert aus. Kann man nehmen. So, wir gehen wohl runter jetzt. Ne? Oh, nice. Maschinenseher, Aufzugreparatur nicht abgeschlossen. Bitte heilige Wartung durchführen. Der Aufzug ist außer Betrieb. Wir müssen ihn irgendwie mit Energie versorgen. Servo-Schädel, wir brauchen einen funktionierenden Aufzug. Benutzung ohne vollständige Reparatur nicht empfohlen. Im Kontrollraum können Sie die Sicherheitsprotokolle auf eigene Gefahr außer Kraft setzen. Da oben, das ist der Kontrollraum. Der Haupteingang ist zerstört. Ich habe eine alternative Route gefunden. Check das Display. Maschinenseher,
Munition. Granaten haben wir. Aufgefüllt. Jetzt mal das, die Alternativroute hier. So viel Zerstörung und keine Tyranniden in Sicht. Sie sind da. Beobachten. Aber keine Tyranniden. Leicht. Tyranniden! Löscht die aus! Tötet sie! Das Schwert macht schöne Finisher. Finden. Danke. Oh, das Schwert ist gut. Greifen einfach so das Imperium an. Moment, in welche Richtung müssen wir? Kurz gucken. Hier kommen Spuren. Ekelhaft. Multimelter. Ne, den will ich nicht. Der ist doof. Na, aber Money ist gut. Leben ist gut. Nehme Ausrüstung. Los geht's weiter. Weiter geht's. Los, los. Auf, auf. Nicht langsam machen. Der ganze Turm ist infiziert. Der Kontrollraum könnte inaktiv sein. Wir finden einen Weg auch ohne die Steuerung. Wir werden in jedem Fall siegen. Nehmt euch vor ihren Leutnanten ab. Ja, ich mach ja schon. Das ist viel zu einfach. Der schnellste Weg ist über die Dächer. Römer räumen und dann weiter. Da hinten noch was gesehen. Die ganze Stadt, wenn wir sie lassen. Den Bruder habe ich gefunden. Damit entkommen wir dem Tod. Ausrüstung gefunden. Nehmen wir auch mit. Moment, war das hier eine Abkürzung? Ja, ne? Also keine Abkürzung, sondern einfach nur eine alternative Route. Alternative Route. Aufgefüllt. Schön. Das Kettenschwert, das wollen wir leider nicht mehr. Blind wie ein Fisch. Ich muss bei einem Reinigungsritual meine Augen durchführen lassen. Xenos sind über uns. Die haben die
Magazin. Erwischt. Brückensteuerung vor uns, Bruder. Damit kommen wir ins Ziel. Ja, da kommen wir rüber auf jeden Fall. Lass die mal ausfahren, die Brücke. Klingt, als sei der Mechanismus beschädigt. Das könnte dauern. Die Natürlich. Die Tyrannen starten einen Gegenangriff. Eliminiert sie. Dreckiger. Erwischt. Oh, wir hätten warten sollen, bis der da ist, um ihn zu töten. Schockgranate scharf. Hier. Nicht kämpfen. Du wirst es schaffen. Ich weiß es. Du sollst schon schlimm. Ich stehe wieder. Bewegung. Okay, finishen wir mal erstmal einen hier. Und den anderen hier. Sie lernen niemals. So, wo ist der Ekelhaft? Okay. Munition gesichert. Nehme Ausrüstung. Mein Lord, nee, die andere. Die Brücke ist jetzt frei. Weiter zum Ziel. Sie scheinen wieder ganz der Alte zu sein. Haben die Apothekari ihren Zusammenbruch deuten können? Konzentration, Sergeant. Wie ihr wünscht, mein Lord. Ekelhaft, diese Sporen. Ekelhaft. Aufgefüllt. Bock wollen wir nicht. Nee, sprengen ist besser. Versammeln, Leute, versammeln. Der Kontrollraum ist auf der anderen Seite der Tür. Das ist es. Stromzufuhr mit Steuerung wiederherstellen. Warum sagt er das? Das machen wir doch selber. Okay. Ich sehe schon, diese Fahrt dauert es hat funktioniert. Jetzt zwei runter. Stunden. Sehr praktisch. Es gibt eine Abkürzung über die Dächer im Osten. Gut. Weiter. Und diese zwei Stunden Fahrt werden wir durchgehend angegriffen. Was bringt diese Kreaturen dazu, diese Anlage anzugreifen? Sie brauchen keine Technologie. Sie sind wie Samen im Wind. Sie wollen sich nur ausbreiten und vermehren. Scharfschützengewehr. Nachschub. Ausrüstung gefunden. Geduld halten ist Pflicht.
Meld sie nieder. Sehr wohl. An die Arbeit, mein guter Bote. Ungeziefer vernichtet. Au. Nachladen. Zerstört. Aufgefüllt. Kommt, lasst euch abschlachten. Sprenggranate. Fragmentgranate raus! Feind vernichtet! Den Weg frei machen! Ja, Sir! Was machen wir? Achso, ist das hier so eine kleine... Nachladen! Ah, so eine kleine Klappe, die wir nicht rüber konnten. Durch die Öffnung! Sehr schön. Schock wollen wir nicht. Wir wollen Munition, aber haben wir eh schon. Hat eben schon aufgefüllt. Wir haben noch mehr Munition. Kleiner Karabiner, die wollen wir auch nicht. Los geht's! Ach, hier wollen wir. Stimmt. Meine Güte, wie soll ich stehen im Ausweichen? Ich muss vorsichtiger sein. Zu langsam. Der ist aber schwach beladen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, vielleicht die Fernkampfwaffe ist jetzt vielleicht auch nicht mehr das Richtige. Das wird mir gute Dienste leisten. Interagieren? Ach, der hat da hinten ein kleines Terminal am Anfang. Okay. Da gehen wir hin. Machen wir. Was geht's? Mit dem kaputten Ding. Die Plattform ist offen für Angriffe. Das wird holprig. Ich erinnere mich, dass du ein Problem mit Aufzügen hast. Das ist lange her. Ich will nicht darüber sprechen. Immerhin bist du lebend rausgekommen. Im Gegensatz zu den Orks. Die haben gegen Orks gekämpft? Scheint, als haben sie uns bemerkt. Und wir sie. Nicht ihr Glückstag. Wir fliegen doch gar nicht.
nach. Nachschub. Gargoyles fallen über die Ketten her. Lade Waffe nach. Mistviecher wollen an die Ketten. Bin schon dran. Komm, mein kaputt. Sie zerstören die Ketten. Danke. Noch mehr Gargoyles, die uns sabotieren wollen. Unterstützungsfeuer bei den Ketten. Los! Die Tyranniden nehmen die Ketten ins Visier. Aua. Muss nachladen. Oh, Leben, guck mal. Verteidig den Aufzugmechanismus. Munition. Ist die Kette zum Hoch- und Runterfahren? Versteht die Logik dahinter nicht. Ausrüstung gefunden. Hast du geschafft? Munition gesichert. Scheint so, ne? Okay. Was ist ein Turm? Ihr dreckigen Xenos! Ihr habt tapfer gekämpft. Was, die Xenos oder? Sind die noch irgendwo? Wir brauchen Sprengstoff. Durch die Tür kommt nichts. Lüftungstunnel? Das ist eine Ebene tiefer. Gehen wir. Auf dem Thunderhawk von Nozick stand etwas mit Blut geschrieben.
Imura. Sei still, Bruder. Die Worte des Erzfeindes sind gefährlich. Relevante Daten sollte man nicht einfach ignorieren. Hattest du schon mal mit dem Erzfeind zu tun, Sergeant? Bisher noch nicht. Dann rate ich dir, hör auf den Bruder. Er sagt bloß am Ende, da ist einer von unseren Kumpels. Wenn der Erzfeind damit zu tun hat, könnte er dann nicht hier sein? Das hoffe ich. Ich will diese Verräter leiden sehen. Schon der Gedanke an sie macht mich wütend. Mit dieser Wut rechnen sie. Lass nicht zu, dass sie das ausnutzen. Wo ist offen? Da? Ah ja. Hier unten! Hier hat der Adeptus Mechanicus gekämpft. Diese abscheulichen Kreaturen verseuchen alles. Wie weit bis zum Cogitator? Keine direkte Route. Das wird wohl etwas länger dauern. Entschuldigung, könntest du uns jetzt den Weg zeigen? Warum greifen sie nicht an? Sie planen irgendetwas. Was können diese Insekten denn schon planen? Das sind nur Drohnen. Aber wer steuert sie? Ein würdiger Gegner. Noch mehr dreckige Tyrannie. So eine Plage. Sie besudeln die Welt mit ihrer Anwesenheit. Brauchen wir den? Ein bereit für Spezialtaktik. Hier drin vielleicht? Hilflich sein. Die Scheißtür geht nicht auf. Sucht nach einem Zugangsterminal. Die Systemzurücksetzung sollte klappen. Das ist ein Buch. Was war das? Keine Energie nach dem Zurücksetzen. Hört. Sie sind in den Wänden. Nehmt die Bolter. Sie kommen. Aufpassen. Nee, hier gibt's keinen Moment. Komm schön. Ich lass dich nicht sterben. Bin ich ihn doch einfach. Und Ehre. Energie ist wieder da. Weiter durch die Tür. Okay, ich glaube, wir brauchen den Feuer. Den Flammenwerfer nicht mehr. Da lang. Hier, meine Brüder. Ja, okay. Jetzt geht's. Geschafft. Durch den Knotenpunkt geht's zu den Datenbanken. Die werden sich wehren. Die wollen uns die Mission versauen?
Unsere Mission interessiert die nicht. Die wollen uns einfach nur töten. Ja. Das Fleisch verflüssigen und auf ihr Schiff pumpen, oder wie war der Plan? Aufgefüllt. Das sieht nach Netzwerkkabeln aus. Mal. Ja. Sorry. Aufgefüllt. Sprenggranate geworfen. Setze Fragmentgranate ein. Wechsel Magazin. Kanone? Finisher Move! Oh nö. Deine Seite ist auch cool. Diesmal nicht, mein Lieber. Der Riese ist gefallen. Von so einer großen Bestie hätte ich mir mehr Gegenwehr erwartet. Er war in der Unterzahl. Ich habe einmal einen Carnifex nur mit einer Bolt-Pistole bekämpft. Das war ein Kampf. Ich fand den Kampf ganz unterhaltsam. Wir sind ganz schön Angeber. Die Anlage ist zerstört. Hoffentlich steht das Datenzentrum noch. Können wir auf Lu's Suchdaten von woanders aus zugreifen? Offensichtlich nicht. Das hier oder nichts. Das Gebäude ist sehr tief. Ja, für verrückte Stapel hier. Okay, wir gehen ja schon weiter. Ich hab's kapiert. Was für eine Forschung rechtfertigt so viele geopferte Menschenleben? Das überrascht mich nicht. Der Adeptus Mechanicus gibt sich zu gern selbst als Monster aus.
waren in dem Container. Was ist das denn? Nehme Ausrüstung. Keine Heilung. Was ist denn mit ihm hier? Warum sind die orange markiert? Lade nach. Ich hab gar kein Leben mehr. Überhaupt nichts mehr. Ja. Machen wir gleich auf. Aufgefüllt. Was haben sie hier rumliegen? Wilde Ringe. Hallo. Dürfen wir hier rein? Die Mission ist außer Betrieb. Weg wird angepasst. Xenos, Sie haben uns in die Kette gedrängt. Das werden Sie schon bald bereuen. Ich bin nicht tot. Kriegsausrüstung bereit. Lade Waffe nach. Umgetreten wäre wieder gegangen. Jetzt macht er doch die Tür auf. Ein bisschen crazy. Nur so ein bisschen. Was haben wir? Was geht's, Jungs? Was geht's? Kein Zeichen vom Erzfeind. Vielleicht ist er schon weg. Vielleicht hat er gar nichts damit zu tun. Halten wir uns an die Fakten, Bruder. Ich deute nur die Daten, wie es der Codex Astartes mich gelehrt hat. Codex hin oder her. Wir hocken alle in der gleichen Rüstung. Ein Volkit-Reaktor. Läuft noch. Ich hoffe, der Maschinengeist hat ihn im Griff. Eine Schmelze wäre eine Katastrophe. Nach der Datensicherung deaktivieren wir ihn. Oh. Hier ist mehr von dem Datengewusel hier, dieses, wo so ein Server aussieht hier. Das sieht gut aus. Oh, jawohl. Ich
ich erwache. Leutnant Titus, Ultramarines, zweite Kompanie. Bitte Befehl eingeben. Orte Morias Luz. Zugriff verweigert. Zugriffsrituale bestätigt. Ort wird gesucht. Avarax. Die Stadt. Tempel von Fersien. Vitalwerte erhöht. Ich rufe einen Thunderhawk. Warte. Öffne Dateiprojekt Aurora. Bitte Gründe für Anfrage darlegen. Öffne die Datei. Oh oh. Das hat der aber auch nicht. Öffne Dateirekonstruktion. Bruder, die Akten sind geheim. Verdammt. Sie wurden zerstört. Mechanikus-Idioten. Zeig mir den Standort des Artefakts. Achtung! Volkit-Reaktor instabil. Kernschmelze steht bevor. Okay. Laufen die da rein? Und die Stadt darunter begraben. Die doch wirklich unter. Holt sie vom Kern runter. Ist der wie fliegen? Die laufen ins helle Licht oder wie? Sie werfen sich in den Reaktor. Wir müssen ihn abschalten, bevor sie ihn noch mehr destabilisieren. Maschinengeist, schalte den Reaktor ab. Verweigerung. Der Schalter wird sich verschmolzen. Manuelle Beschreibung erforderlich. Die Notfall-Entkopplungsmechanismen befinden sich auf der Reaktorplattform. Räumt den Weg zur Steuerung! Das finde ich doch auch jetzt. Erwischt. Die Bildchen? Volkit-Mast wird abgeworfen. Bitte warten. Sie kommen! Haltet sie vom Reaktor fern! Xenos sind echt die besten Gegner. Setze Sprenggranate ein. Deck mit ihnen vom Reaktor. Meine Güte. Sofort da bist, um mich wieder zu leben. Okay. Dieser Fehler hätte fatal sein können. Ich stehe in deiner Schuld. Lässt mich her! Bevor wir uns alle töten! Gesichert.
gefüllt. Ausrüstung gefunden. Nachschub. Reaktor weiterhin instabil. Koppel zusätzliche Masten ab. Geh zur nächsten Konsole. Beeilung! Masten sind noch aktiv. Der Reaktor wird von einem Volkitmast aufrechterhalten. Entkoppelt ihn! Befehl kann nicht ausgeführt werden. Fernschaltungen sind aufgrund der hohen Temperaturen verschmolzen. Manuelles Eingreifen erforderlich. Nun, Sie wagen einen erneuten Vorstoß. Fangt sie ab! Wie? Lasst sie den Zorn der Ultramarines spüren! Werfe Schockgranate! Das Monster wünscht sich den Tod, Brüder! Ah. Schnell. Ich muss das Ding da hinten explodieren lassen. Ungeziefer vernichtet. Muss nachladen. Ich bin schwer getroffen. So ein Traum. Ach du Scheiße. Nachladen. Hä? Waren wir alle tot? Ich weiß nicht, was ich anders machen könnte. Hey, die da vorne? Haltet sie vom Reaktor fern! Werfe Sprenggranate!
Kommt wieder so ein kleiner Penner. Gesichert. Damit erledige ich sie. Okay. Das lief ganz gut. Wir haben 60% oder was? Das ist besser als vorher. Gut, dann lass uns mal jetzt die andere Seite. Ja, Moment, haben wir Granaten? Ja. Oder Schock? Nehme Ausrüstung. Schildmast wird abgeworfen. Bitte warten. Wie viele Masten sind noch aktiv? Der Reaktor wird von einem Wolkitmast aufrechterhalten. Entkoppelt ihn! Befehl kann nicht ausgeführt werden. Fernschaltungen sind aufgrund der hohen Temperaturen verschmolzen. Manuelles Eingreifen erforderlich. Nun, Sie wagen einen erneuten Vorstoß. Fangt sie ab! Magazin. Nein, 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 lass vielleicht drauf schießen, bitte. Schockgranate auf Ziel. Jungs, könnt ihr was machen, bitte? Aufgefüllt. Mache den Weg frei. Das Monster wünscht sich den Tod, Brüder. Hat es. Ah, die, stimmt. Vorsicht vor psionischer Energie. Muss nachladen. Klar, werde ich von beiden angegriffen. Spezialtaktik bereit. Nachschub. Lade Waffe nach. Reaktor erleidet bei Totalausfall. Kernschmelze steht bevor. Entkoppeln Sie den letzten Mast, um die Abschaltsequenz abzuschließen. Bitte, wo ist er? Aktiviert die Steuerung. Los! Nochmal, okay. Wolkitmast wurde abgeworfen. Entropischer Zerfall des Reaktors hat begonnen. Das war der letzte. Ersatzgeneratoren wurden erweckt. Entbehrliche Systeme wechseln in den Ruhezustand. Keine Tyranniden in Sicht. Der Geruch von verbranntem Eiter reicht schon. Wir haben, was wir wollten. Auf zur Exfiltrationszone. Ekelhaft. Hey! Zwar nicht gefunden, aber wir haben uns illegal in die Aurora-Akten gehackt. Ja, wir müssen.
Das ist es.